Hallo, liebe Schachfreunde, heute zeige ich euch eine 5-minütige Blitzpartie, die ich vor einiger Zeit gegen einen Gegner der Spielstärke 1631 gespielt habe, und zwar mit den weißen Steinen. Wie üblich eröffne ich mit d4, Gegner d5, c4, Damen Gambit. Jetzt kommt ein etwas ungewöhnlicher Zug von Schwarz, Läufer nach g4. Ich entwickle mich ganz normal weiter, Springer nach f3, d schlägt c. Ich verbinde meine Bauern Kette hier mit dem Zug E3 und öffne die Diagonale für meinen weißfeldrigen Läufer, greife somit den Bauer auf C4 an, der im Moment ungedeckt ist. Schwarz entwickelt sich weiter, Springer nach C6, sodass ich den Bauern auf C4 mit dem Läufer schlagen kann. Schwarz entwickelt nun seinen zweiten Springer nach F6 und ich ebenfalls meinen zweiten Springer nach C3. Dame nach D7. Und hier die Fesselung Läufer nach B5. Große Rochade. Und Dame zieht nach A4. Schielt auf den Bauern auf A7, der ungedeckt ist, sobald der gefesselte Springer auf C6 geschlagen wird. Schwarz spielt einen exzellenten Zug, schlägt den Springer auf F3 mit seinem Läufer, wodurch meine Königsdeckung kaputt ist. Ja, ich habe jetzt hier einen Doppelbauern, G schlägt F und kurze Rochade ist jetzt wohl nicht mehr anzuraten. Schwarz macht nun einen etwas merkwürdigen Zug, Springer nach E8, möchte wahrscheinlich den Springer nach D6 entwickeln, um hier etwas gegen diese starke Fesselung zu tun. Allerdings hat er nicht mehr genug Zeit, denn mein Bauer auf D4 wandert einfach weiter und gewinnt somit sofort diesen Springer. Wegziehen kann er ja nicht aufgrund der Fesselung, dann wäre die Dame futsch. Und wenn er einen anderen Zug spielt, dann wird der Bauer den Springer schlagen und auch die Dame kann den gedeckten Springer ja nicht entfernen. Schwarz greift nun hier mit der Dame nach, zieht nach, mit der Dame nach H3, greift den ungedeckten Bauern auf F3 an, mit der anschließenden Drohung Dame schlägt H1 mit Schach. Allerdings hole ich mir jetzt erstmal den Springer hier, D schlägt C. Weiß schlägt nun mit der Dame den Bauern auf F3 und Weiß hat nun ein schönes Schach. C schlägt B. Schwarz kann sich nun entscheiden, ob er den Bauern schlagen möchte. Allerdings drohen dann natürlich schon solche Geschichten. Dementsprechend zieht Schwarz es vor, sich hinter dem Bauern zu verstecken, also König nach B8. Allerdings wird er jetzt erstmal zum einen gedeckt und zum anderen wird jetzt die Dame angegriffen. Das heißt, die Dame kann den Turm auf H1 nicht mehr schlagen. Die Dame zieht sich jetzt zurück nach F6. Etwas besser wäre gewesen, wenn die Dame nach H6 gezogen wäre. Ich bringe meine nächste Figur in den Angriff, Springer nach B5. Und an dieser Stelle hatte Schwarz aufgegeben. Warum? Das Matt auf A7, das hier droht, ist nicht mehr abzuwehren. Selbst wenn Schwarz beispielsweise sowas spielt, kann der Bauer dann durch die Dame auf A6 geschlagen werden und anschließend droht weiterhin das Matt auf A7. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Über euer Like würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.